Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catrin 12 Sky Odyssey und herzlich willkommen zu einer Folge, wo wir weiter mit dem SE-System machen. Wie viele Folgen kann man nun mit ihm füllen? Viele! Denn heute habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Guckt mal! Er sieht lustig aus, oder? Das hier sind nochmal mit P2P getunnelte jeweilige Controller, die man hier auch sehen könnte. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste man die hier überall sehen können. Hier, da sind sie drin. Die sind auf jeden Fall hier eingespeichert. Und diese Dinger sind schon angeschlossen. Folgendes, diese Teile hier werden gleich mit EMC-Links versehen. Und das Ganze läuft über einen P2P-Tunnel. Halt, stopp, ich habe das falsche mitgenommen. Was soll das denn? Hallo, geh doch weg. Storage-Bus. Storage-Bus da. Ich habe die ME-Storage-Buses nämlich eingespeichert. So, folgendes. Wir schmeißen hier, zack, 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 die jeweiligen EMC-Links drunter. Die kommen hier doppelt hin. In der Hoffnung, dass ich mich nicht verzählt habe, müsste es eigentlich passen. Die kommen auch hier nach oben übrigens, nur damit ihr das hier seht. Und auch hier oben drüber. Also das Ganze sieht am Ende des Tages ein bisschen gemischt die Maschti aus. Sollte aber, glaube ich, reichen für alles, was wir vorhaben in der Zukunft. Was EMC braucht und so weiter, was EMC ist, kann hier dann einfach eingespeichert werden, wie wir es momentan schon mit einem einzigen von den Controllern gemacht haben. Nur, dass wir dadurch, dass wir die dann haben, das Ganze nie wieder machen müssen. Und mir fällt gerade auf, die eine Seite reicht theoretisch schon zu Gänze aus. Die eine Seite schon fast zu viel. Wartet mal. Das hier sind 8, 16, 32, 32, ja. Bedeutet, wir müssen die komplette rechte Seite hier rübernehmen, damit das Ganze noch funktioniert. Und das passt mir ehrlich gesagt vom Design her eigentlich auch ein bisschen besser. Das ist ja interessant. Da habe ich zu viel gemacht. Das ist so neu. Das ist neu, dass die hinteren Dinger dann zu viel sind. Ist dann aber auch ganz cool. Aber passt irgendwie auch nicht. Doch, wir haben immer zwei dran. Okay, jetzt weiß ich, wo mein Fehler lag. Ich habe die so verkabelt, als würde jeder einzelne Kabelteil mit einem sein müssen. Aber hier sind ja immer zwei dran. Das bedeutet, wir können die hier so abbauen. Wie man das übrigens macht, das ist Ore Excavate. Ore Excavate ist in vielen anderen Modpacks auch drauf. Das ist eine Taste, die ihr belegen könnt über eure Config, wie ihr die jeweilige Stelle dann in der Config findet. Und in den Einstellungen, das ist euch selber überlassen. Das ist von Modpack zu Modpack und auch von der Mod, wie man es machen kann, unterschiedlich. Früher war es bekannt als Vein Miner oder die Vein Mine Funktion von dem Atomic Disassembler zum Beispiel. Danach wurde es zum Vein Miner Mod, danach wurde es eben zum Ore Excavate. Bedeutet, wenn ihr die Mod nicht kennt, dann sucht euch die gerne mal raus. Die ist ganz lustig und kann auch eine Menge kaputt machen, also seid da ein bisschen vorsichtig, was das angeht. So. Das Ganze sieht natürlich nachher kacke aus, so wie es momentan designt ist. Das wird natürlich noch schön gecumbert, also richtig schön zusammengesetzt. Aber so wie es jetzt gerade ist, sollte es eigentlich funktionieren, hier die jeweiligen Storage Buses dran zu hauen. Und die dürften auch von den Channeln her nicht kaputt gehen. Wir müssen die Storage Busse auch umstellen. Ich zeige euch dann auch gleich, wie man sowas macht. Also die Storage Busse umstellt. Und ich hoffe, dass die Funktion auch haben, dass man bei denen nur rauszieht. Also das ist eine Sache, die nicht unbedingt drin sein muss. Das sehen wir aber gleich. Jetzt platzieren wir die nochmal kurz. Ich mache da jetzt für keinen Cut, sondern der Cut später wird einfach dafür sein, wenn wir ein bisschen weitergemacht haben. Oh, guck mal, der hat direkt das Ding nochmal in die andere richtige Stelle gestellt. Und jetzt müssten es nur noch 16 Stück sein. Wir haben nur noch 16 Stück im Inventar. Das sollte also passen. So, davon sind jetzt nochmal 8 Stück. Und zack. Herzlichen Glühstrumpf. So, wir müssen das hier. Mal schauen. Only extractable items will be visible. Input-Output-Mode. Extract only. Das ist das, was wir machen müssen. Extract only. Und das müssen wir kopieren. Das kopieren wir jetzt hier drauf. Und dann können wir das nämlich einfach hier auf die jeweiligen Storage-Busse drauf pasten. Mit der Einstellung, die wir jetzt hier haben. Und so wird es so sein, dass wir die Sachen alle zwar im System rausnehmen können und finden, aber wir werden nicht das Problem haben, dass wenn wir EMC-Items ins System legen, er diese EMC-Items auch einfach in den Link einspeist und uns den dann sozusagen nutzt, um die Sachen wieder kaputt zu machen. Davor hatten wir das nämlich, dass wir das beim alten System so hatten, dass manchmal, wenn ihr EMC-Items wie zum Beispiel ein Wyvern-Schwert oder so reingelegt habt, selbst wenn das verzaubert war, das ganze Ding einfach mal kurz eine Zeit lang nicht mehr
aufzufinden war. Es war weg. Und das könnt ihr verhindern, indem ihr die Sachen so einstellt, wie ich es jetzt gezeigt habe, dass es nur extrahiert. Wir gucken auch gerne nach, hat es funktioniert. Extract-Only-Mode, wundervolle Geschichte. Das Ding funktioniert. Jetzt muss ich theoretisch die ganzen Sachen hier mit dem Gekröse füllen, das wir zwischendrin brauchen. Das bedeutet, ich werde das machen, indem ich dieses nette kleine EMC-Tablet mal versuche, in ein tragbares Tablet zu verwandeln. Und das geht am besten eigentlich mit einem Arcane Transmutation Table. Dafür brauchen wir aber erstmal ein Standard Transmutation Tablet. Dafür brauchen wir ein Standard Transmutation Table. Und wie wir den zusammenbekommen, das ist jetzt die große Frage. Wir haben das da schon. Dark Matter brauchen wir noch. Dark Matter Blöcke, da sind sie. So, ich glaube, das andere brauchen wir auch noch davor, ne? Das Standard hier, den Kram brauchen wir auch noch vorher. Stone. Wir haben kein Philosopher's Stone. Okay, wir haben kein Philosopher's Stone. Das bedeutet, den müssen wir ganz kurz hier rausholen. So, mit O. Hier haben wir ein Tablet. Das können wir dann ganz kurz mal einspeichern. Dann können wir die nächste Version davon mal ganz kurz rausnehmen und damit einspeichern. Die ist jetzt auch schon funktional. Bedeutet, die kann hier alles rausnehmen, was wir rausnehmen wollen. Es gibt aber noch eine weitere Version, und zwar die hier, die dann mit zwei von den Tablets und mit einem Magnum Star funktioniert. Ein Magnum Star ist ein Kleinstar und die müssen wir uns erstmal zusammen craften. Und zwar im Idealfall mit dem Fuel, wenn ich mich nicht täusche. Das bedeutet, wir nehmen hier das Fuel raus, craften das hier einmal hoch. Das ist jetzt ein Kleinstar. Der Kleinstar brauchen wir 4 Stück. Zusammengecraftet, glaub. Gibt ein Kleinstar 2. Der Kleinstar 2 gibt uns vierfach auch wieder raus ein Kleinstar 3. Der Kleinstar 3 gibt uns, wenn wir drei weitere damit kombinieren, am Ende des Tages ein Kleinstar 4. Und ich glaube, der nächste ist dann schon der Omega gerade. Kleinstar Sphere, okay, Sphere. 1, 2, 3, so. Und das Ganze muss natürlich immer zusammengesetzt werden. Das ist der Omega, so. Der Omega, 1, 2, 3, 4, zusammengecraftet auch wieder, ergibt den Magnum Star 1. So, der Magnum Star 1 ist das, was wir hierfür brauchen, ne? Genau. Magnum Star 1, wir brauchen eine Chest und wir brauchen mehrere Stone Tables. Das bedeutet, erstmal nehmen wir zwei davon, zwei davon, zwei davon. So, das sollte locker reichen, um dieses Ding hier bauen zu können. Wenn wir eine Chest hätten, die wir nicht haben, das bedeutet, wir müssen ganz kurz eine Chest raussuchen. Und wir brauchen ein Crafting Table, so wie es aussieht. Und was fehlt uns noch? Der hier. So, Arcana Transmutation Table. Und der nette kleine Freund hier sollte uns eigentlich jetzt ein Crafting-Terminal hier rings beinhalten, genau. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt theoretisch, um das machen zu können, um das mal kurz zu testen, ob wir so einfach machen können, können wir. Das ist äußerst interessant. Das bedeutet, wir können hier jetzt einfach autocraften mit Sachen, die EMC haben, können das Zeug hier einfach reinschmeißen, wenn wir es nicht brauchen. Upsala, das eigene Tablet natürlich nicht. Haben wir das jetzt eingespeichert eigentlich? Wir haben das eingespeichert, wundervoll. Das bedeutet, hier kann ich jetzt hingehen und einfach nach und nach die Sachen in die jeweiligen Links einspeichern. Wir haben ja hier ein paar. Gerade die Frage, sind das hier eigentlich... Oh, der Compressed Link ist das, was ich brauche, ne? Compressed Refined Link war das? Genau, der Compressed Refined Link, Refined Link, da, der Compressed Refined Link. Ein G braucht da ein Stack. Hm, das ist okay. Das bedeutet, ich baue die nochmal ab und nehme natürlich die anderen dann, ist ja logisch, hätten wir eigentlich von vornherein machen müssen, da hatte ich mich jetzt einfach nur in den Blöcken geirrt, weil die halt auch alle gleich aussehen, aber das ist ja kein großartiges Problem. So, zack, einfach mit Vainminer alles abgebaut und das Ganze gleich wieder platziert, das ist ja nicht das große Problem. Gut, Menschen, ich mache das jetzt ganz kurz und dann werde ich danach ein wenig das Zeug befüllen, was wir denn so im System sehen wollen später. Und hoffe, dass das dann ganz gut funktionieren kann, die Sachen schon mal für Pattern-Erstellung und sowas verwenden zu können. Ich werde wahrscheinlich zwischendrin ein bisschen beschäftigt sein. Das bedeutet, es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis jetzt der nächste Cut kommt. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt wieder gleich sofort ist, wenn ich irgendwas anderes zu tun habe, nochmal zwischendrin. So, das sieht schon viel, viel besser aus. Gut, Menschen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Das wollte ich von hinten. Naja. So, Menschen, guckt mal. Ich habe einiges eingespeichert, würde ich sagen. Das sind die Dinge, die momentan in unserem System vorhanden sind, mit denen wir jetzt Autocrafting lernen. Zum Beispiel brauchen wir ja regelmäßig, wenn wir etwas craften wollen, nehmen wir zum Beispiel mal das Rezept. Wir wollen das Rezept für einen
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe gerade keine Ahnung, welches Rezept wir einspeichern könnten. Was brauchen wir denn öfter? Ein Grinder könnten wir vielleicht ab und zu mal brauchen. Ein Mob-Grinder davon. Das bedeutet, wir müssen erst einmal lernen, wie wir das hier machen. Holz wird so gecraftet. Das sagen wir ihm so. Daraufhin sagen wir ihm, Sticks werden so gecraftet von unserem Holz. Dafür müssen wir ganz kurz eins von den Hölzern vercraften. Dafür nehmen wir das Wood hier und schmeißen davon 4 ins System. Dadurch lernt er dann, dass wir die hier auch noch haben müssen. So, dann können wir das hier kombinieren. Dafür brauchen wir aber dann jetzt erstmal die Sticks dafür. Das Ganze würde in einem Pattern Encoder problemlos funktionieren, also ohne, dass wir das hier die gesamte Zeit über durchziehen müssen. Aber das wäre zu einfach, nennen wir es mal so. Im Endeffekt geht es mir noch um ein bisschen was anderes. So, jetzt ganz kurz gucken. Wir haben hier Interface. Okay, wir brauchen ein Interface Terminal. Habe ich das echt nicht eingespeichert? Bin mir fast sicher, dass ich es eingespeichert habe. 4 Stück davon, bitte. Gib mal hier. So. Wenn wir das jetzt hier unten dran setzen, dann müssten wir hier in die Molecular Assembler 32 Stück problemlos von dem hier das Zeug reinlegen können. Bedeutet, wir schmeißen das einfach rein, indem wir es reinlegen. So, und wir müssen jetzt theoretisch Dia-Swords bestellen können. 2 Stück, wenn wir Crafting-Prozessoren hätten. Die haben wir natürlich nicht. Das bedeutet, wir nehmen uns ganz kurz die Zeit und nehmen uns ein paar Dia-Schwerter zum Weitermachen hier raus. Denn die Grafikprozessoren, die kommen erst noch ins Auto-Crafting integriert, sobald ich mit ihnen fertig bin. So, um das Rezept hier aber jetzt weiterhin einspeichern zu können, brauchen wir kurz 2 von den Dia-Dingern. Und wir brauchen natürlich Grinder. Den Mittelpunkt von dem ganzen Ding, das ist ein Draconic Core. Ein Draconic Core haben wir noch nicht eingespeichert. Wir haben ihn noch nie gecraftet, das ist äußerst interessant. Draconic Core bitte mal craften, das machen wir kurz hier. Speichern den natürlich auch ein und werden den dann auch ganz kurz hier vorne mit einspeichern. Wir sind übrigens erst bei dem 4. davon angekommen. Das ist äußerst interessant, dass wir so wenig davon haben. So, das bedeutet, der ist jetzt auch automatisch integriert. Gut. Dann müssten wir hier vorne das Rezept für den Mob-Grinder problemlos einspeichern können. Und der ist eigentlich schon hinfällig, weil wir den ja theoretisch schon so, wie wir ihn gerade haben, wieder in EMC umwandeln können. Da wir aber nicht alles eintragen wollen, ein bisschen auch was ins Auto-Crafting legen wollten, ist das eigentlich gar keine schlechte Idee. Bedeutet, wenn wir jetzt den Grinder hiervon benutzen wollen, sagen ihm 10 Stück craften, würde das funktionieren. Gut, das ist das Hauptprinzip jetzt mittlerweile. Ich werde das Ganze hier jetzt noch mit Fassaden versehen. Dafür brauchen wir Cable Anchor. Das sind die hier. Und diese werden jetzt mit den Blöcken verschwurzelt, nenne ich es mal, die wir benutzen wollen, um das Ganze hier abzudichten, abzukleben, abzucovern, würde ich jetzt sagen. Bedeutet so dahin, zack, zack. So, dadurch machen wir jetzt Kabelfassaden. Dann brauchen wir natürlich, wenn wir 64 davon haben, auch noch ein wenig Glas. Und zwar möchte ich ganz gerne ein paar schöne Gläser namens Quarzgläser haben. Die es übrigens auch in Vibrant Clear Glass geben würde, dann würden die automatisch beleuchtet sein. Hier in dem Fall reicht mir das aber voll und ganz aus, wenn wir die einfach einmal kurz so durchcovern. Und wir da trotzdem momentan noch ran können. Das bedeutet, wir setzen hier einfach nur einmal komplett außenrum alles hin. Zack. Und vercovern uns das ganze Ding sozusagen. Auch hier, zack. Wap, wap. Baradidada, kap, katze, bap, batz. Wap, wap. So. Dann haben wir das Ding hier auch umballert, gell? Jetzt war das wieder ein bisschen mehr ME-Lernen und so weiter. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt in letzter Zeit. Es kann natürlich sein, dass euch das super langweilig ist und ihr das nicht feiert. Dann ist es leider einfach so, dann ist es die Staffel von Catrian leider so. Dafür gibt es ja noch Sky Factory, wo ich heute wahrscheinlich einen Stream machen werde, gestern wahrscheinlich einen Stream gemacht habe, so rum. Das bedeutet, ja, wenn ihr nicht auf Twitch und Twitter folgt, dann habt ihr das verpasst wahrscheinlich. Na Menschen, was lernen wir daraus? Wir sollten Katze auf Twitter folgen, ja. So, das ganze Ding sieht jetzt so aus. Im Idealfall machen wir das zu einem Pilar, wenn ich ehrlich bin. Pillar, da. Zack, 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 zack. So. Bedeutet, wir ändern das hier so, dass wir den Weg hier in der Mitte komplett auf das da setzen. Was? Zum Geier? Seit wann tut das nicht mehr? Muss ich euch echt einfach... Normalerweise konntest du die immer per Hand einfach so auswechseln hier gerade. Okay. Dann musst du die so runternehmen. Das ist auch in Ordnung. Habe ich kein Problem mit.
Das ist in Ordnung. So, und zack, 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 zack. Wundervoll. Dann haben wir das hier alles gleich drinnen. Flup, flup. Und hier oben kommt dann jetzt ein Pilatblock drauf, einfach um das abzugrenzen am Ende. Und das Ganze muss dann später noch eventuell gut eingepackt werden. Aber so wie es jetzt momentan aussieht, könntest du mir bitte erklären, warum das hier noch so aussieht? Weil ich es nicht umgeändert habe. Naja, so wie das jetzt hier momentan aussieht, sieht das doch gar nicht schlecht aus. Gut, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Ich danke den Catchings dafür, dass das Projekt und dieser Kanal existiert. Macht ihr es gut und bis dahin erstmal ciao. Throw your canes up.